Lustig. Also hier sollen schriftliche Rechenverfahren nochmal angewendet werden. Ich muss die ganzen Regeln beachten, also Vorrangregeln beispielsweise. Aufgabe A. 7 mal 10 hoch 5. Da gilt, dass ich zuerst die Potenz ausrechnen muss. Also 10 hoch 5. Ja, wenn ich mir gemerkt habe, dass 10 hoch 5 einfach heißt, dass das eine 1 mit 5 Nullen ist, kann ich das hinschreiben. Ansonsten könnte ich auch schreiben 7 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10. Ja, und dann sind das nur Multiplikationen, kann ich in beliebiger Reihenfolge tauschen und ausrechnen. Also ich kann jetzt auch zum Beispiel sagen, ich mache mir hier eine Klammer, nutze wieder das Assoziativgesetz und dann rechne ich 10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10. Das heißt, dann habe ich 7 mal und eine 1 mit 5 Nullen, was ich am Anfang schon gesagt habe. Und das ist natürlich nichts anderes als 700.000. Eine 7 mit 5 Nullen. Erste Aufgabe, fertig. Aufgabe B. Klammer auf, 25 minus 5, Klammer zu, mal 23 plus 2. Es gilt zwar Punkt vor Strich, aber Klammern zuerst, also muss ich erst die Klammern ausrechnen. 25 minus 5 ist 20 und 23 plus 2 ist 25. So, und 20 mal 25 kann ich im Kopf ausrechnen. 2 mal 25 ist 50, also ist 20 mal 25 500. Fertig. C. Die Aufgaben werden immer komplizierter, seht ihr. Klammer auf. 99 minus 81 durch 9. Klammer zu. Durch 2. Minus 45 durch 3. So, zum einen gilt Punkt vor Strich. Das heißt, ich muss, bevor ich das Minus benutze, erstmal 45 durch 3 ausrechnen. Zum zweiten gilt Klammern zuerst. Und in der Klammer gilt natürlich wieder Punkt vor Strich. So, das heißt, ich rechne jetzt erstmal in der Klammer Punkt vor Strich. Also steht da 99 minus und jetzt die Punktrechnung 81 durch 9, das ist 9. Dann schreibe ich wieder durch 2, da hat sich noch nichts geändert. Und jetzt kann ich wieder Punkt vor Strich, ich rechne gleich 45 durch 3 aus. Also minus 45 durch 3 ist 15. So, ich rechne weiter. Klammern zuerst, 99 minus 9 ist 90 durch 2 minus 15. 99 durch 2 ist 45, minus 15 ergibt 30. Ich bin mit Aufgabe C fertig. Aufgabe D. 260 minus 30 in Klammern geteilt durch 31 minus 7 mal 3. So, ich rechne Klammern zuerst. Bei der ersten Klammer 260 minus 30 kommt 230 heraus. Geteilt durch. So, jetzt habe ich in der Klammer Punkt vor Strich, also lasse ich die Klammer stehen und rechne erst einmal 31 und die Punktrechnung zuerst. 7 mal 3, oh, Minus muss da stehen, 7 mal 3 ist 21. Jetzt gilt Klammern zuerst. Also habe ich stehen 230 durch 31 minus 21 ist 10 und 230 durch 10 sind 23. Kriege ich da gerade noch so hinter. Fertig. Letzte Aufgabe. 5 mal 2 hoch 3 plus 2. Wieder zuerst die Potenz auflösen. Also schreibe ich 5 mal 2 mal 2 mal 2 plus 2. Das ist gleich. Ja, geht vielleicht im Kopf, 5 mal 2 ist 10, mal 2 ist 20, mal 2 ist 40. Plus 2. Und das ist 42. Ja, und damit haben wir auch diese Aufgabe gelöst.